Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich habe hier Raylan und Arkan oder Arkan und Raylan als in Anführungsstrichen meine Gefährtin gegen den Krieg von Valkorion sind sie auf jeden Fall dabei. Und ich habe hier sogar noch sowas bekommen, hier sogar noch einen Heldenmoment. Geil, geil, geil. Entzieht Valkorion Haufen Gesundheit, kann nur verwendet werden, wenn Valkorion nicht transformiert ist. Aha. Das ist die dunkle Verwandlung. Das fokussiert die Kraft des Holocrons auf die dunkle Seite der Macht und ermöglicht Angriffe auf Valkorion, wenn er diese in die Dunkelheit übergegangen ist. Aha. Und ich denke mal, das ist halt, ja, wenn er es nicht gegangen ist. Okay, dann mal. Hoppeldi hopp hopp. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt es mit der ganzen Macht des ewigen Imperators aufnehmen? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt es mit der ganzen Macht des ewigen Imperators aufnehmen? Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Kommt er jetzt zu mir gerannt? Nee, ne? Wo ist er denn nun schon wieder, der alte Mann? Ach, da ist er doch. Das kann nicht wahr sein. Doch. Okay. Das kann nicht wahr sein. Doch, ist es aber.
Wenigstens schleudert er nicht Menschen durch die Gegend. Das kann nicht wahr sein. Das dauert hier, das dauert. Wo ist er denn, der alte Mann? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt es mit der ganzen Macht des ewigen Imperators aufnehmen? Ja. Aber gut, ich muss sagen, hätte ich seine Kinder nicht, würde ich auch nicht überleben. Ja, muss man ja mal dazu sagen. Das kann nicht wahr sein. Doch, es ist aber. Oh, 29%. Der Mann, der raubt ihn auch schon auch so ein bisschen, den Nerv hier. Wieso konnte ich ihm das jetzt nicht wegnehmen? Oder ist es, weil ich nicht weit genug entfernt bin? Das glaube ich eigentlich jetzt auch nicht. Nö. Da, es ging wieder nicht. Das jetzt, Mann! Nicht wahr sein.
wenn ihr noch hunderte Holocrons auftreibt und ein Arsenal an Superwaffen auffahrt. Nichts wird mich aufhalten. Ihr irrt euch, Valkorion. Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. Hätte ihr mal ein bisschen eher einfallen können, oder? Nein, das funktioniert nur bei Velen. Seht euch euren Vater an, Velen. Gefangen in dem Käfig, den er für euch gebaut hat. Verneige dich, Vater! Verneige dich vor dem Drachen von Sakul! Es gibt kein Entkommen mehr. Senja. Du hast dich zum letzten Mal von dieser Familie abgewendet. Ich bin der unsterbliche Imperator. Ihr könnt mich nicht besiegen. Seht uns an. Eine große, glückliche Familie, vereint durch den Hass eines einzigen Mannes. Valkorion. Vater. Monster. Sagt eurer Familie Lebewohl. Ein Gott hat keine Familie. Arschloch. Bevor ich euch mit meiner Präsenz beehrte, wart ihr nichts als Staubkörner, die im Chaos der Leere untergingen. Und ihr, ein einzelner Sith, von eurem Meister verraten und zum Sterben zurückgelassen. Ich gab euch ein neues Leben, machte euch zu meinem Zorn und formte aus euch jemanden, der des ewigen Throns würdig ist. Ohne mich seid ihr gar nichts. So endet die Herrschaft des unsterblichen Imperators. Winde, Valkorion. Der Schmerz fühlt sich nur an, als würde er eine Ewigkeit andauern. Ha! Wie fühlt es sich an, aus der Galaxis ausgelöscht zu werden? Ja! Ihr habt es geschafft. Ihr habt Valkorion endgültig besiegt. Keine Albträume mehr. Keine Einmischung mehr durch einen mürrischen alten Geist. Daran kann ich mich gewöhnen. Ihr habt euch ein bisschen Ruhe und Frieden verdient. Aber zuerst die Rede. Ich habe einen systemweiten Holokanal geöffnet. Die Galaxis ist bereit für ihre neue Kaiserin. Ei. Ich bin ein Sith. Eigentlich müsste ich die Kaiserin der Ewigen über die Galaxis herrschen. Ich bin ein Sith, aber ich bin ein Guter. Aber
Sif bleibt Sif. Sie werden sich vor mir verneigen, noch bevor dieser Tag vorüber ist. Völker der Galaxis, das ewige Imperium wurde vernichtet. Seine Flotte untersteht nun meinem Befehl. Von diesem Tag an wird sich Sakul der Kontrolle der Allianz unterwerfen. Und niemand wird den Namen Valkorion je wieder aussprechen. Ihr habt den Zorn der ewigen Flotte erlitten. Ihr habt gesehen, wie Städte fallen, wie Freunde sterben. Diese Wunden werden irgendwann heilen. Doch die Flotte gehört nun mir. Vergesst niemals, wie stark sie ist und welches Schicksal jene erwartet, die es wagen, mich herauszufordern. Ich bin eure Kaiserin, Eroberin von Sakul und Vernichterin des ewigen Imperiums. Unter meiner Herrschaft wird ein neues Zeitalter in der galaktischen Geschichte anbrechen. Das Zeitalter der ewigen Allianz. Ich habe mir die Rede jetzt irgendwie ein bisschen noch epischer vorgestellt. Na gut. Und perfekt zum Ende dieser Folge. Ihr verpasst die Party. Sehr witzig. Ich dachte, ihr wärt auf der Tanzfläche ohnmächtig geworden. Ich habe noch jede Menge Energie. Lasst mich raten, ihr habt die Geheimdienstberichte gesehen. Die Republik bereitet sich auf einen Krieg vor. Und beim Sith-Imperium sieht es ähnlich aus. So viel zu unserem Pakt mit Asina. Die ewige Allianz ist gerade einmal ein paar Stunden alt. Und schon spüre ich, wie sich dunkle Mächte gegen uns stellen. Überall in der Galaxis kommt es zu Aufständen. Wir werden sie besiegen. Morgen. Heute feiern wir. Und das ausgelassen. So wie sich's gehört. Super. Ich lasse jetzt hier noch, Qualitätssicherung? Ernst? Qualitätssicherung? Da gibt's einige Bugs. Ja. Geiler Scheiß. Würde mal interessieren, was hier im Hintergrund, was ich so alles bekomme. Aber ich möchte den, das, was hier durchläuft. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Scheiße. Das, was hier durchläuft, möchte ich noch weiter durchlaufen lassen. Mann, wie heißt das denn? Abspann! Jetzt hab ich's, Mensch. Ja, von dem Zeitpunkt von Folge 600 bis jetzt, das war ja jetzt, sag ich mal, eine ganz schön lange Fahrt, hat mich 4 Tage aufnehmen gekostet insgesamt, oder? 4 Tage? Nein, nicht 4 Tage. Quatsch, was erzähle ich denn da? Das ist wesentlich länger. Ich habe 4 Ordner. Ja, weiß ich jetzt letzten Endes gar nicht mehr, wie lange ich insgesamt dafür gebraucht habe. Kann ich nicht mehr ganz so nachvollziehen gerade. Auf jeden Fall hat es eine ganze Weile gedauert. Und ich bin echt froh, dass ich Star Wars da jetzt wieder aus der Versenkung geholt habe, mich quasi up-to-date gebracht habe und auch die Story weiter verfolgen konnte, mit dessen Höhen und Tiefen, auch bei Scorpion, wo ich halt auch so dachte, so, boah, geil, jetzt habe ich es gleich geschafft und gleich geht's, gleich kann ich wieder ein Stück näher
auf dem Weg zum ewigen Thron richten oder beschreiten, kam halt immer wieder ein Querschlag nach dem anderen und mit meiner Allianz wird Lana, ach und wie sie alle heißen, Terron und hast du nicht gesehen, auch hier, der gestorben ist, Taron? Ich habe gerade seinen Namen nicht in Erinnerung. Jedenfalls alle. Ohne meine Allianz, ohne meine, in dem Moment kann man es ja schon mehr oder weniger Freunde sagen, meine Gefährten, hätte ich das niemals hinbekommen. Und auch ohne Play with Buddha, der mir dann, ich glaube, relativ am Anfang noch mir geholfen hatte mit einer neuen Rüssi und so. Weil ich ja doch sehr, sehr oft am Anfang gestorben bin und ich jetzt mit dieser neuen Rüssi, die ich mir gekauft habe, dank seiner Hilfe. Ja, es war schon ganz gut so. War schon ganz gut so. Ja. Ist die Mexarota so erstmal durch? Ob noch was kommen wird? Ob es dann nochmal irgendwie weitergeht? Keine Ahnung. Ja. Schreib deine Meinung. Wie immer, unten in die Kommentare rein. Es ist schon ein ganz schön krasser, langer Abspann, ey. Ich meine, der läuft jetzt schon, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Steuer. Das ist immer gut, Steuer. Ja, es ist schon ganz schön krass, diesen Weg, den sie beschritten hat, wenn man so bedenkt, so an Folge 1, oh gut, Folge 1 war Charaktererstellung, aber so Folge 2, 3, so wo der Ball ein wenig ins Rollen kam, wie groß und mächtig sie geworden ist, wie viel Erfahrung die Mexarota auch bekommen hat. Und wer hätte denn am Anfang, ich sage jetzt einfach mal bei Folge 2 und 3, wer hätte das denn in dem Moment gedacht, dass ich doch mal die Kaiserin werde. Ich nicht, gebe ich ehrlich zu. So, ganz besonderer Dank an George Lucas, das ist richtig. Alter, echt jetzt, das geht noch weiter. Sind ja die ganzen Synchronsprecher, die englischen. Oh, und zack, da gab's noch etwas, das klingt wie Post, würde ich sagen. Ich denke mal, wenn der Abspann durch ist, werde ich ja, ich weiß nicht, wo ich sein werde, vor dessen? Oder direkt auf dem ewigen Thron? Ich gehe auf jeden Fall aus, dass ich Post bekommen habe und die möchte ich ja auch gerne noch vorlesen wollen. Es ist aber auch sehr interessant zu sehen, wie viele Leute daran teilgehabt haben und was da auch alles so dahinter steckt. Es ist wie so ein bisschen Neverending Story, wa? Krasser Scheiß.
Helmut Winkelmann. Rüdiger Schulzki. Krasser Scheiße. Ich meine, du als Zuschauer, du hast es gut. Ich meine, wenn dich das hier nicht interessiert, dann spule einfach Stücke vor und oder klick auf X. Ich muss jetzt hier da sitzen und mir das angucken und durchlesen. Was aber irgendwo auch richtig ist, weil man muss ja Respekt erweisen und hat ja auch alles Mühe gekostet, ne? Mühe, Zeit, Stress, Nerven, Geld, alles, alles. Na? Ob dann noch was kommt oder ob es das jetzt wirklich gewesen ist. Oder muss ich Leertaste drücken? Weiß man's? Ah, ich bin auf Ort dessen. Sieh einer an. So, da gab's noch mal ein paar Kommandopunkte. 3 Nachrichten habe ich bekommen. Der ewige Thron ist jetzt auf Odessen. Oder nicht? Ich nicht gerade hier im Postfach gesehen? Ja, da lang. So. 3 Nachrichten, die lese ich noch vor und dann war's das. Lana Beniko, Herrschaft über die Galaxis. Ich grüße euch, Commander. Die Galaxis erkennt eure Autorität als Oberhaupt der ewigen Allianz an. Die Beamten von Zarkul errichten ein Monument, um euch zu ehren und zollen. Euch mit dem beliebigen mit dem beiliegenden Tribut ihren Respekt. Auch das Sith-Imperium und die Republik beglückwünschen euch, doch ihre Nettigkeiten sind vergiftet. Sie fürchten eure neue Stärke und die Macht, die ihr als Meister des ewigen Throns habt. Ihre Städte rauchen noch vom letzten Angriff der ewigen Flotte. Unseren Geheimdienstberichten zufolge planen beide Seiten ihr Volk vor zukünftigen Angriffen zu beschützen, egal um welchen Preis. Terron und ich werden euch über diese Angelegenheit auf den Laufenden halten. Lang lebe der Kommandant der ewigen Allianz. Oh. Kaiserin Azina, auf eine blühende Zukunft. Mein Glückwunsch, Commander. Ich bin sicher, dass ihr überwältigt seid von all dem Dank und Lob der Herrscher und gewählten Anführer von Tausenden von Welten, aber trotzdem möchte ich mich dem Chor anschließen. Die Welten meines Volkes wären vernichtet worden, wenn ihr die ewige Flotte nicht aufgehalten hättet. Dafür habt ihr meine ewige Dankbarkeit. Ihr habt der Galaxis einen großen Gefallen erwiesen, indem ihr Valens Herrschaft beendet habt. Der ewige Thron ist euer Anrecht. Ihr habt ihn euch verdient. Und auch wenn dieser Sieg euch und der Allianz gehört, glaube ich, dass die Hilfe des Sith Imperiums... warum sage ich das schon wieder so?
Imperiums eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, wer schon früh an eurer Seite stand. Und obwohl ihr schon so viel erreicht habt, ist das nur der Anfang. Zusammen können wir noch viel mehr erreichen. Bitte lasst mich wissen, wenn ihr eure nächste offizielle Reise nach Drumund Kaas plant. Ich verspreche euch, dass der ganze Planet eine Siegesparade für euch abhalten wird. Oh. Oberbefehlshaber Jace Malcolm, Dankbarkeit der Republik. Meinen Glückwunsch, Commander. Und danke. Die Republik steht in eurer Schuld dafür, dass ihr den Zerstörungsfeldzug der ewigen Flotte beendet habt. Es hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre unsere Hauptstadt zum zweiten Mal nach der Plünderung Coruscants in Trümmer verwandelt worden. Doch trotz der aktuellen Entwicklungen wird die Republik in absehbarer Zukunft unabhängig bleiben. Wir respektieren euer Reich und eure Grenzen. Außerdem treten wir alle Ansprüche auf republikanisches Personal und republikanische Ressourcen unter eurer Kontrolle an euch ab. Wir fordern nur unsere Freiheit, die Einwohner der Republik zu beschützen und für die Sicherheit der Kernwelten zu sorgen. Ich vertraue auf eine friedliche Koexistenz. Könnt sie machen, kriegen sie. Die Erben von Zakul, die Prophezeiung ist erfüllt. Die Zukunft, die wir vorhergesehen haben, ist eingetroffen. Das, was nicht sterben kann, ist gefallen und wird nicht zurückkehren. An seiner Stelle hat sich eine neue Macht erhoben. Ihr. Wir haben gesehen, wie die Vergangenheit und die Zukunft kollidierten. Ihr haltet Wache am Tor des Wahnsinns, am Mittelpunkt des Mahlstroms. Dort werden wir uns in einer Stunde eurer Not wiedersehen. Bereitet euch vor, Fremdling. Ich bin immer gewappnet, bereit. Gut. Dann war's das. Ja. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ah, nee, lieber nicht. Nicht, dass ich hier noch jetzt auf den Deckel für ein YouTube bekomme. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Danke, dass du mich auf dem Weg begleitet hast. Und ja, schau doch mal bei all den anderen Folgen rein. Oder bei den Folgen, die gerade noch so auf meinem Kanal laufen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.